Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die genetischen Langzeitfolgen beim Alpensteinbock. Ich muss dazu sagen, die Ergebnisse, die ich jetzt zeige, sind nicht von mir alleine. Das ist alles in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Das ist aus Versehen das falsche Bild. Also meine Kollegen sind der Lukas Keller, auch von der Uni Zürich, die Christine Grossen, die Alice Brambilla vom Gran Paradiso Nationalpark und noch Glauco Kamenisch und Dominik Waldvogel. Ich fange ganz kurz an mit der Aussetzungsgeschichte. Die kennen Sie wahrscheinlich alle schon sehr gut, deswegen mache ich es auch nur kurz. Im 19. Jahrhundert haben im Gran Paradiso nur noch ca. 200 Stück Steinwild überlebt. Von dort wurden dann ab 1906 ca. 88 Tiere in die beiden Wildparks in der Schweiz gebracht und dort gezüchtet. Von dort wurden dann erste Populationen in der freien Wildbahn gegründet. Das waren schon mehr als diese drei, aber diese drei Populationen, die Prizeroton, Montpleureur und Pilzalpris, die sind sehr stark angewachsen und haben dann konnten Tiere hergeben für alle weiteren Populationen im Alpenraum. Zumindest mal im nördlichen Alpenraum. Die Farbe wird hier immer blasser und soll eigentlich darstellen, wie die genetische Vielfalt immer geringer geworden ist mit jedem genetischen Flaschenhals. Hier zeige ich jetzt nochmal, wie man sich einen genetischen Flaschenhals vorzustellen hat. Eine Population, wo ist denn der Pointer hier? Weißt du das? Okay, danke. Also, wenn man hier eine Population hat, die eben ursprünglich groß ist und eine hohe genetische Vielfalt, das hier in den verschiedenen Farben gezeigt ist, dann wurde die verschiedenen Faktoren stark reduziert und dann kann es eben sein, dass die Population wieder anwächst und am Ende kann man sogar vielleicht wieder die gleiche Populationsgröße haben wie vorher schon, aber in der Genetik zeigt sich das trotzdem. Es ist nämlich genetische Vielfalt verloren gegangen, zum Beispiel die blauen Varianten und die roten sind nicht mehr vorhanden und es kann auch sein, dass sich die Häufigkeit in den Varianten verändert. Zum Beispiel ist die pinke Variante jetzt in der neuen heutigen Population viel häufiger als in der ursprünglichen Population. Und das kann auch sein, dass auf die pinke Variante sogar eine schädliche Genvariante ist und dann gibt es eben Fitnesseinbußen in der Population. Wir haben uns jetzt die genetische Struktur inzwischen fast in den Populationen alpenweit angeschaut. Das sind jetzt genetische Analysen aufgrund von 37 genetischen Markern von über 2000 Proben. Und wir sehen, dass die Populationen in 5 große genetische Gruppen eingeteilt werden können. Und diese Gruppen gehen zurück auf die Populationen, die vor allem Tiere für Gründungen geliefert haben. Das sind die 3 Schweizer Populationen, die ich vorhin erwähnt habe. Dann die ursprüngliche Gran Paradiso-Population, die vor allem Tiere hier für die Population gegeben hat, aber auch für ein paar ganz im Osten. Und dann ist da noch die Population Alpi Maritime Mercantur, die ganz früh mit ein paar wenigen Tieren vom Gran Paradiso gegründet worden ist. Genau, und dann haben wir uns auch weiter angeschaut, die Inzucht, die in den Steinbockpopulationen ist, weil wenn eine Population sehr klein ist, dann sind auch einfach nur wenige Tiere da und irgendwann sind alle miteinander verwandt und es entsteht Inzucht. Hier unten sind die ganzen verschiedenen Steinbockpopulationen zu sehen, die wir untersucht haben. Auf der Y-Achse die Inzucht und als Hilfslinien ist hier die gelbe gestrichelte Linie gezeigt. Das zeigt den Inzuchtgrad an, wie er ist, wenn Nachkommen von Halbgeschwistern sind und die rote Linie, wie sie in einem Inzuchtgrad wie bei Nachkommen von Vollgeschwistern. Im Durchschnitt haben die Steinbockpopulationen etwa einen Inzuchtgrad wie bei Nachkommen von Halbgeschwistern. Aber Sie sehen, dass es durchaus Variationen gibt zwischen den verschiedenen Populationen und manche sind sogar extrem hoch. Das ist einmal die Kolonie Alpi Maritime bei Nizza dort und dann die Benediktinwand-Population in Deutschland. Jetzt war dann auch natürlich die Frage, wodurch wird die Inzucht vor allem beeinflusst? Ein Faktor, der dazu beiträgt, sind die Änderungen in der Populationsgröße. Sie sehen hier jetzt beispielhaft 4 Populationen, wie die unterschiedlich gewachsen sind. Also das sind die ersten 40 Jahre seit der Gründung. Die Alpris-Population, Biere Öschinen im Berner Oberland, Terzasses-Wenner und Wettermann. Und Sie sehen, sie haben zwar alle klein angefangen, aber dann haben sie sich auch unterschiedlich entwickelt.
Und für die Entstehung der Inzucht ist vor allem die Phase zum Gründungsbeginn sehr wichtig, wie dort das Populationswachstum war und dann auch noch die Anzahl der Gründertiere. Die ist auch hier dargestellt für die Population und man erkennt, dass es durchaus Unterschiede gibt. Alpris tertius svenna wurde mit 40 bis 50 Tieren gegründet, die anderen beiden mit 10 bis 20. Die Population hier sticht, im Hohen Tauern sticht jetzt natürlich raus mit ihren über 200 Gründertieren. Und ein anderer Faktor, der zu dem Inzuchtgrad beiträgt, ist der ungleiche Fortpflanzungserfolg bei den Steinböcken. Der ist nun mal sowieso gegeben. In einer Studie im Cap Beaumont wurde herausgefunden, dass 10% der Böcke sind die Väter von 90% der Kitze vom nächsten Jahr. Aber es gibt sicher noch einen Unterschied zwischen den Kolonien. Wenn zum Beispiel wir 5 konkurrierende, dominante Böcke haben, dann sind die Kitze vom nächsten Jahr verteilt auf die Vaterschaften. Während wir jetzt vielleicht in einer Gruppe oder Kolonie nur einen dominanten Bock haben, dann sind die Kitze vom nächsten Jahr alle Halbgeschwister. Und dadurch ist in der Kolonie dann der Inzuchtgrad natürlich schnell mal höher als in der Kolonie, wo mehrere dominante, gleich starke Böcke stehen. Wir haben uns auch den Effekt angeschaut der Inzucht mit diesen Faktoren. Hier auf der Y-Achse sehen Sie die gesamte Inzucht, die wir aufgrund von genetischen Markern geschätzt haben. Und auf der X-Achse die Inzucht, die wir dann aufgrund rein von den Änderungen in der Populationsgröße geschätzt haben. Also wir haben von den Schweizer Kolonien haben wir die Bestandesgrößen seit der Gründung und konnten damit berechnen, wie hoch wäre dann die Inzucht, wenn man nur die Änderungen in der Populationsgröße einbezieht. Man sieht hier einen sehr schönen Zusammenhang, das heißt, wenn die Population große Änderungen erfahren hat und vor allem auch klein war, haben wir einen höheren Inzuchtgrad. Und ebenso hat die Größe der Gründergruppe einen starken Einfluss, wie der heutige Inzuchtgrad der verschiedenen Populationen ist. Also je größer die Gründergruppe war, desto kleiner ist der heutige Inzuchtgrad. Jetzt haben wir also gesehen, dass Inzucht relativ hoch ist und dann stellt sich natürlich auch die Frage, hat es denn überhaupt einen Effekt auf die Steinbockpopulationen? Dazu wurde eine Studie im Gran Paradiso Nationalpark durchgeführt und die haben tatsächlich gefunden, dass die Inzucht die Fitness von Individuen reduziert. Stärker gezüchtete Steinböcke hatten ein geringeres Körpergewicht und einen höheren Parasitenbefall und beides wirkt sich dann auch auf das Hornwachstum auf. Also im Endeffekt hatten ingezüchtete Böcke dann auch ein geringeres Hornwachstum. Wir haben uns auch angeschaut, ob sich die Inzuchtdepression auf der Populationsebene auswirkt. Hier ist der Inzuchtgrad gezeigt und wir haben die Populationswachstumsrate von 26 Populationen geschätzt, also seit der Gründung bis zum Stand 2007 war das. Und haben tatsächlich gefunden, dass mit höherer Inzucht das Populationswachstum von den Populationen geringer ist. In einer Simulation haben wir das noch verdeutlicht. Hier ist gezeigt, wenn man eine Kolonie gründet mit knapp 20 Tieren, wie sie wachsen würde ohne Inzucht, ist die schwarze Linie. Dann die blaue Linie zeigt, wie sie wachsen würde, wenn wir die minimale Inzucht haben, wie wir sie in den Populationen gefunden haben. Die durchschnittliche Inzucht ist in Gelb gezeigt und die rote Inzucht von diesen beiden Kolonien, wo wir die maximale Inzucht gefunden haben. Also im Durchschnitt ist das Wachstum von der Steinbockpopulation etwa um 50% reduziert, wie wenn es wäre, wenn wir keine Inzucht hätten. Diese Ergebnisse passen sehr schön zusammen mit den Ergebnissen von anderen Arten. Hier zeige ich jetzt nur kurz zwei Beispiele. Einmal der Rothirsch, wo man auch gefunden hat, dass mit höherer Inzucht sowohl beim Kalb wie auch bei der Mutter das Überleben der Jungtiere geringer ist und auch der lebenslange Fortpflanzungserfolg ist geringer bei beiden Geschlechtern, je höher der Inzuchtgrad ist. Das Gleiche ist auch bei Dickhornschafen. Höhere Inzucht führt zu einer geringeren Fortpflanzungsrate und auch hier wurden Simulationen durchgeführt, wie sich die Populationsgröße entwickelt. Hier die obere Linie zeigt, wie sie wäre ohne Inzucht. Und die untere Linie zeigt, mit Inzucht ist nach 10 Generationen die Populationsgröße wesentlich geringer, als wie wenn man es ohne Inzucht hätte. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was für mögliche Maßnahmen kann man denn machen, um die Inzucht reduzieren?
Da gibt es eigentlich zwei Ansätze. Das eine ist einmal, den Anstieg der Inzuchtproduktgeneration in bestehenden Populationen zu reduzieren. Und das andere ist dann, die Inzucht durch Aufstockung mit Tieren aus anderen Populationen zu reduzieren. Ich fange an mit dem Anstieg der Inzucht pro Generation. Das eine ist natürlich, die Population möglichst groß zu haben, dann die natürliche Migration zu fördern, wobei das sind beides Faktoren, die natürlich sehr begrenzt sind, je nachdem, wo das Steinwild steht. Hingegen bei der Konkurrenz unter den dominanten Becken könnte man vielleicht schon etwas machen. Hier ist eine Simulation gezeigt, wie die Altersstruktur wäre in einer Kolonie, die bejagt ist, und dann einer Kolonie, die nicht bejagt ist. Und wichtig ist hier der Anteil der älteren dominanten Böcke. In der bejagten Kolonie ist der circa bei 5%, in der nicht bejagten bei 7%. Zum Vergleich sehen Sie hier, wie das in der Realität in den Schweizer Populationen ausschaut. In den bejagten Kolonien haben wir einen Anteil von 11 plus Böcken von 3,2% und bei den nicht bejagten Böcken von 7,3%. Wir haben uns das noch genauer angeschaut, aufgeschlüsselt nach den Kantonen. Und zwar, die ganzen Daten sind aus der Jagdstatistik von 1991 bis 2011. Hier sehen Sie den Anteil an 11-Plus-Becken im Vergleich zum Bestand der über Dreijährigen. Und wir haben hier die über Dreijährigen genommen, damit der Bestand nicht zu sehr variiert durch die Fluktuationen, die bei den Jüngeren entstehen. In grün ist der Bereich von diesen Simulationen, die man es eben erwarten würde in einer Kolonie mit 10%iger proportionaler Bejagung. Und Sie sehen, dass es durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Kantonen gibt, vor allem auch zwischen den beiden großen Kantonen mit vielen bejagten Kolonien. Und hier haben wir uns dann auch wieder gefragt, wie kommt es eigentlich, dass es dann im Wallis wesentlich einen größeren Anteil hat als in Graubünden. Wenn man dann jedoch auf die Jagd schaut, hier sehen Sie wieder die Alterseinteilung, und zwar die hellen Säulen ist der Anteil des Bestandes in der jeweiligen Altersklasse, die dunklen Säulen ist jeweils der Anteil der Jagdstrecke in dieser Altersklasse. Wenn die Säulen also gleich hoch sind, dann wird genau der gleiche Anteil in der Jagdstrecke zu finden, wie es auch im Bestand draußen ist. Wenn man sich hier die Bejagung anschaut, sieht man, dass in Graubünden in den untersuchten 20 Jahren die 3- bis 5-Jährigen stärker, überproportional stärker bejagt worden sind als im Wallis. Und dies führt dazu, dass im Wallis einfach mehr ältere Böcke dann im Bestand sind und das auch, obwohl sie dann diese 11-Plus-Böcke wesentlich stärker bejagt haben als in Graubünden. Jetzt komme ich zu dem zweiten. Wenn man eine Aufstockung planen möchte, um die Inzucht zu reduzieren, was denn dann wirklich sinnvoll wäre? Wie viele Populationen sollte man aufstocken? Die Ressourcen sind normalerweise begrenzt und insofern sollten sie sinnvoll aufgeteilt werden. Wenn zu viele aufgestockt werden, dann hat man am Ende nur ganz einzelne Tiere, die man in jede Population aussetzt, das nicht sehr effizient ist. Also es wäre schlauer, die Ressourcen auf wenige Populationen aufzuteilen. Wir würden jedoch empfehlen, nur schon mindestens 2 Populationen aufzustocken, denn wenn man das Pech hat, dass zum Beispiel in eine der aufgestockten Populationen dann die Räude reinkommt oder aus anderen Gründen die Population stark reduziert wird, dann war der ganze Aufwand umsonst. Und wenn man mehrere Populationen hat, dann bleiben noch manche bestehen, die auch genetisch gut saniert sind. Weiter stellt sich natürlich die Frage, wenn man mehrere Populationen hat, die ingezüchtet sind, welche Populationen denn zuerst aufgestockt werden sollten. Hier gilt zuerst nächst mal sicher, dass die stärker ingezüchteten priorisiert werden sollten. Dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, Populationen zu nehmen, die eventuell noch Wachstumspotenzial haben, dass sich auch die ausgesetzten Tiere wirklich fortpflanzen können. Und idealerweise wären es auch Populationen mit Austausch mit anderen Populationen, sodass, wenn sich die neuen Gene mal verbreitet haben, sie sich auch weiter ausbreiten können in die anderen benachbarten Populationen. Sehr wichtig ist auch wirklich der Rückhalt in der Bevölkerung, dass natürlich die Tiere, die ausgesetzt worden sind, dann nicht bejagt werden können und eventuell, wenn es der erfolgreich war, dann auch später bereit sind, Tiere aus diesen Kolonien rauszunehmen, um dann wieder andere genetisch aufzufrischen.
Bei der Größe ist es schon ein bisschen schwieriger, wenn man nämlich in kleinen Kolonien ist es effektiver, weil einfach wenn man eine bestimmte Anzahl Stück Tiere nimmt, dann ist es effektiver, in einer kleinen Population aufzustocken. Auf der anderen Seite sind viele Populationen ja aus bestimmten Gründen schon klein und isoliert und daher vielleicht dann nicht so gut geeignet, dort eine Aufstockung zu machen. Und der Vorteil von größeren Kolonien ist, dass dort die Selektion auch effektiver ist. Wenn die neuen Gene also wirklich Vorteile haben, dann wird es dort auch eher so sein, dass sich die neuen Gene schneller ausbreiten. Wir haben dann auch noch Simulationen durchgeführt, um zu schauen, wie lange braucht es denn, bis sich die Inzucht effektiv reduziert in einer Population. Das sind individuenbasierte Simulationen mit allen Steinbock-spezifischen Parametern, die man kennt. Und genetische Daten von 14.000 genetischen Markern fließen dort mit ein. Hier sind zwei verschiedene Simulationsszenarien, also einfach zwei verschiedene Zusammensetzungen von den Gründergruppen. Auf der Y-Achse ist wieder Inzucht und hier die Jahreszeit der Aussetzung. Und Sie sehen, dass mit der Inzucht eigentlich nach 15 Jahren am effektivsten oder am meisten reduziert ist. Es braucht also einige Zeit und einen langen Atem und insofern sollte man nicht allzu lange warten, wenn man eine Population aufstocken möchte, weil es einfach erstmal sowieso Vorlaufzeit braucht, das Ganze zu planen und dann auch noch einige Zeit geht bei der Generationszeit bei Steinböcken, bis es wirklich effektiv reduziert ist. Als nächstes stellt sich dann auch die Frage, wie groß soll denn die Aufstockungsgruppe sein? Hier haben wir auch wieder Simulationen durchgeführt, und zwar ist hier die Größe der Aufstockungsgruppe als Prozent der bestehenden Population gezeigt. Sie sehen, was auch zu erwarten ist, je mehr Tiere man aussetzt, bis zu 50% des Bestandes wird die Inzucht effektiver reduziert, aber 50% des Bestandes wird keiner aussetzen, also und auch nicht können, und es wird auch keine Population geben, die so viele hergeben können. Wir würden euch empfehlen, dass es mit mindestens 10% eine Zahl ist, mit der man arbeiten sollte. Man muss nämlich noch hinzurechnen, dass die Überlebensrate der ausgesetzten Tiere unterschiedlich ist oder einfach einige von denen gar nicht überleben. Wenn man da wieder zurück zur Geschichte schaut, hier sind verschiedene Schweizer Populationen. In Rot sehen Sie die Anzahl der Tiere, die ausgesetzt worden sind. Und in Blau sehen Sie, wie viele der ausgesetzten Tiere sich dann am Ende überlebt haben und erfolgreich fortgepflanzt haben. Im Durchschnitt sind es dann nur 42% der ausgesetzten Tiere. Das waren jetzt natürlich oftmals Neugründungen, das mag bei Aufstockungen durchaus anders sein, aber es ist sicher so, dass nicht alle ausgesetzten Tiere überleben und sich auch fortpflanzen. Dann ist natürlich noch die Frage, woher sollten die Tiere kommen? Grundsätzlich ist es so, dass Tiere aus Wildpopulationen geeigneter sind als Zootiere. Zum einen, weil sie ein wesentlich höheres Überleben haben, wenn sie ausgesetzt werden. Und zum anderen können auch durchaus schon genetische Anpassungen an die Gefangenschaft im Zoo passiert sein. Die meisten sind ja schon wirklich viele Generationen im Zoo und da sind so Anpassungen durchaus möglich. Weiter muss man prüfen, ob es die Gefahr der Auszuchtdepression gibt. Das würde entstehen, wenn jetzt quasi die ausgesetzten Tiere genetisch zu weit entfernt von denen sind, wo sie hinkommen. Das Risiko dafür ist aber vor allem dann vorhanden, wenn es wirklich Unterschiede im Erbgut gibt, also chromosomale Unterschiede. Das ist dann meistens erst nur der Fall bei einer anderen Unterart oder anderen Art, wenn sie aus anderen Umweltbedingungen kommen und mehr als 500 Jahre isoliert sind. All dies trifft für den Alpensteinbock nicht zu. Und dann bleibt eben noch die Frage, woher genau? Also zum einen sollten die Geberpopulationen natürlich die Entnahmen von der Stückzahl her verkraften. Sie sollten eher eine hohe genetische Diversität aufweisen, eine geringe Inzucht haben, keine aktuellen Krankheiten haben. Dass die Tiere, die eingefangen werden, auf Krankheiten untersucht werden, das versteht sich von selbst. Und dann, das Wichtigste, sie sollten nicht zur gleichen genetischen Gruppe gehören. Dazu haben wir jetzt auch nochmal Simulationen durchgeführt. Hier beispielhaft die Falknis-Population, die aus der hellblauen Albris-Gruppe stammt und haben simuliert, wenn man Tiere entweder aus dem Albris nimmt oder von der Flügler-Population, die beide zur gleichen genetischen Gruppe gehören. Sie sehen, da wird die Inzucht weniger reduziert, als wenn man Tiere hier aus der roten Gruppe nimmt
oder der gelben oder sogar vom Gran Paradiso. Weiter gilt vielleicht zu beachten, welches Alter und Geschlecht die Aufstockungsgruppe haben sollte. Grundsätzlich gilt da, dass jüngere Tiere eigentlich besser geeignet sind. Sie haben eine höhere Anpassungsfähigkeit an die neuen Bedingungen. Und vor allem bei Geißen ist auch die Phase der Reproduktion länger. Bei Böcken kommt noch hinzu, dass man eigentlich vor allem nur jüngere Böcke einfangen und vor allem auch transportieren kann. Dann bei dem Geschlecht, jetzt für die Aufstockung gilt eher mehr Geißen als Böcke, weil die Geißen eben sich sicher reproduzieren werden. Beim Bock kann es sein, dass er dann dominant wird und dann auch sehr stark beiträgt zur Genausbreitung. Aber deswegen würden wir empfehlen, sich ja eher das Verhältnis mehr Richtung Geißen verschoben zu haben. Weitere Sachen, die man vielleicht beachten müsste, ist vor allem geht es um die Monitoring und dann auch eine eventuelle Rückmeldung. Man könnte eine Aussetzung durchaus auch über mehrere Jahre planen, sodass man dann sieht, wie viele haben überlebt und wurden woher und dann in der zweiten Phase dementsprechend nochmal reagiert und mehr oder weniger oder aus anderen Populationen aussetzt. Wichtig ist die genetische Probenahme beim Einfangen. Das kann entweder Blut sein, das man sowieso schon nimmt für verschiedene Krankheitstests, oder es gibt so Ohrmarken, die direkt beim Setzen der Ohrmarke die Gewebeprobe nehmen. Die sind auch sehr geschickt, da muss man nicht irgendwie nochmal etwas machen, um eine Gewebeprobe zu haben. Und dann fürs Monitoring sollen die Tiere natürlich irgendwie markiert sein, also am besten eben mit Ohrmarken. Eventuell GPS-Sender, aber da müsste man dann schauen, ob das wirklich sinnvoll ist, weil für Aufstockungen ist es ja so, dass man eigentlich erst wirklich nach 8 bis 10 Jahren schauen kann, was passiert ist, und da laufen die GPS-Sender dann sowieso schon nicht mehr. Dann, aber mit Ohrmarkierungen und Beobachtungen oder eben GPS-Sender kann man auf jeden Fall schon unmittelbar nach den Aussetzungen die Überlebensrate anschauen und schauen, wie viele Geißen führen Kitze. Und frühestens nach 8 bis 10 Jahren sollte man dann genetische Untersuchungen durchführen und schauen, wie sich die neuen Gene verbreitet haben. Jetzt zeige ich noch kurz, welche Aufstockungen bereits schon durchgeführt worden sind. Im 2011 wurden die Pinatus-Kolonie und die Graue Hörner-Kolonie mit 10 Tieren aus dem Wallis aufgestockt. Im 2021 wurden 20 Tiere vom Haute-Maurienne in die Alpi-Maritime-Population gebracht. Und jetzt in diesem Frühling wurden 10 Tiere vom Wallis an die Benediktinerpopulation gebracht. Die Aufstockungen hier sind schon lang genug her, um genetische Untersuchungen zu machen. Die zeige ich hier auch kurz. In Blau sehen Sie die 30 Tiere, die vor den Aussetzungen in den Grauen Hörnern geboren worden sind. In Grün sehen Sie die Tiere, die nach den Aussetzungen geboren worden sind. Und in Gelb sehen Sie die Tiere, die aus dem Wallis ausgesetzt worden sind. Hier sind die genetische Zusammensetzung der Tiere gezeigt. Also man sieht schön, dass die Walliser Tiere sich genetisch von den Tieren in den Grauen Hörnern unterscheiden. Und diese 4 grünen Individuen, die nach der Aussetzung geboren worden sind, sind bereits Mischlinge zwischen den ansässigen Tieren und den Tieren aus dem Wallis. In einer weiteren Analyse haben wir gesehen, dass die Tiere, das sind hier die niedergefärbten, 2 Tiere sind F1-Tiere, also direkte Nachkommen zwischen Walliser und ansässigen Tieren, und dann sind 2 von denen auch schon noch mal wieder F2-Tiere. Genau. So, jetzt komme ich schon zur Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass sich die Aussetzungsgeschichte deutlich in der heutigen genetischen Struktur der Steinbockpopulation zeigt. Die Inzucht ist im Durchschnitt hoch und dementsprechend ist auch die genetische Vielfalt sehr gering bei den Steinbockpopulationen, aber wir haben auch einiges an Variationen. Und diese Variation ist durch die Gründungsgeschichte zu erklären, also vorwiegend. Die Inzucht hat negative Einflüsse auch auf die Fitness bei den Steinböcken. Die Konkurrenz unter den dominanten Böcken beeinflusst den Anstieg im Inzuchtgrad pro Generation bei den Populationen. Und wenn man Aufstockungen machen sollte, ist der wichtige Aspekt, dass die Tiere aus einer anderen genetischen Gruppe stammen sollen. Ja, dann bedanke ich mich für den Vortrag und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne stellen.